Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Stadtkinos hier im Stadtkino. Nach längerer Zeit wieder einmal zur Reihe Sortie du Labo, zu einem Schweizer Filmklassiker also. Heute mit Leopold Lindbergs Der Schuss von der Kanzel. Zuerst aber aus aktuellem Anlass. Die UNESCO hat den 27.10. zum Welttag des audiovisuellen Kulturerbes erklärt. Und es wird an diesem Tag weltweit darauf aufmerksam gemacht, dass Bilder und Töne eben für uns, das ist den meisten auch klar, eine Bedeutung haben, aber dass man eben daran arbeiten muss, diese Töne und diese Bilder auch zu retten. Weil sie, auch das ist meistens zwar bekannt, immer schneller verschwinden, aber dass man ihnen helfen kann. Und in der Schweiz haben eben das Schweizer Filmarchiv und Memoriaf die Programmreihe Sortie du Labo ins Leben gerufen, um vermehrt auf ihr Engagement zur Erhaltung des filmischen Kulturgutes aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren. Denn schon seit den 1970er Jahren setzt sich zumindest das Schweizer Filmarchiv dafür ein, gefährdete Zeugen des Schweizer Filmschaffens auf sichereres Filmmaterial umzukopieren, sogenannter Safety Film. Und in jüngster Zeit und vor allem seit der Gründung von Memoriaf konnten vermehrt auch photochemische Filmrestaurationen unternommen werden, die internationalen Richtlinien des Berufsstandes entsprechen und das filmische Kulturgut von seiner eindrucksvollsten Seite wiederentdecken lassen. Quasi ein Aufpolieren der Klassiker. Sie, meine Damen und Herren, werden also heute Abend, deswegen sage ich das einmal mehr, Zeuge solch einer Arbeit und solch eines geretteten Films. Je nachdem, ein Film könnte zwar schon noch vorführbar sein, aber Sie wissen, wie das manchmal ist. Es gibt Löcher, wenn sie nicht restauriert sind, es gibt kleine Risse und vor allem der Ton wird meistens massiv mitverbessert. Damit zum Film und zum Regisseur Leopold Lindberg selbst. Leopold Lindberg zählte zu den wichtigsten Regisseuren des Schweizer Films. Seine Laufbahn begann er ist eigentlich in Wien geboren, aber dann mit den Eltern auf Deutschland gekommen. Er begann seine Laufbahn in Deutschland als Theaterschauspieler und Theaterregisseur in den 1920er Jahren. Und nach dem Aufkommen der Nationalsozialisten emigrierte er vorerst ganz kurz nach Paris, dann nach Warschau, dann nach Tel Aviv, um endlich 1933 in Zürich zu landen, wo er am Schauspielhaus in Zürich ein Engagement erhielt. Das war ja damals in der deutschsprachigen, in der Zone das Schauspielhaus überhaupt, weil eben die Nazis in Deutschland ein Kulturschaffen in dem Sinn, wie es eigentlich verstanden werden sollte, nicht mehr zuließen. 1935 engagierte ihn, also Leopold, ihn der ebenfalls aus Österreich stammende Lazar Wechsler als Regisseur für seine neu gegründete Präsenz-Film. Ist eine der ersten, die größte und eigentlich einzige bedeutsame Schweizer Filmproduktionsgesellschaft der nächsten 20 Jahre. Und Lindbergs erste Inszenierung war Ja so, als Co-Regisseur 1935. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Film kennen. Danach folgten Filme unter eigener Regie, die fast alle zu Klassikern des Schweizer Films gehören. Mit der Verfilmung der Novelle Die missbrauchten Liebesbriefe von Gottfried Keller gewann er 1940 auf den internationalen Filmfestspielen von Venedig den Coppa Mussolini. Das war ein bisschen ein zweischneidiger Preis, weil, naja. Aber es ist ein starker Hinweis darauf, dass Kultur sich eben nie, dass Kultur nie davor gefeimt ist, sich auch vereinnahmen oder verführen zu lassen, also jetzt wegen dem Coppa Mussolini. Naja gut, aber die anderen Schweizer Filme, die zu Klassikern wurden, führte er Regie zum Beispiel in Füsilier Wipf, das kennen Sie von 38, Wachtmeister Studer 39, Landammer Stauffacher 41 oder Marie-Louise, der ist nicht ganz so bekannt, 44, also fast jedes Jahr einen Film. Und in seinem meiner Meinung nach wichtigsten Film Die letzte Chance setzt er sich kritisch mit der Schweizer Flüchtlingspolitik auseinander und das bereits 1945. Deswegen ist es eigentlich auch, muss man sagen, wahrscheinlich deswegen ein Flop geworden, weil das wollte damals niemand wissen. Naja, seinen Film Matto regiert habe ich hier in der Reihe Sortie du Labo übrigens auch schon mal vorgestellt. 1984 verstarb dann der Künstlerin Sils Maria. Damit definitiv zum Film selbst.
Während das Schweizer Filmpublikum so 1942, 43, als der Film ja dann in die Kinos kam, von einer Änderung des psychologischen Klimas an der sogenannten inneren Front auch betroffen war. Die Deutschen begannen zu verlieren. In Afrika musste Rommel sich zurückziehen. Stalingrad steht bevor, oder man merkt, die Deutschen sind bezwingbar. Ist das Klima wieder milder in der Schweiz? Und es lassen sich eigentlich die meisten nicht mehr unbedingt von sogenannten historisierenden patriotischen Produktionen anlocken. Das war vorher 3 Jahre sehr stark so. Sie kennen das, man hat das betont, die Schweiz muss zusammenhalten. Und genau da kommt jetzt die Präsenzfilm mit Der Schuss von der Kanzel, eine Novelle des Schweizer Realisten C.F. Meyer aus dem Jahr 1878, die aber noch viel früher spielt, also eigentlich ein historischer Film mit aufwendigen Kostümierungen, beeindruckenden Kulissen und eine Starbesetzung. Sie kennen die meisten, Carli Garicet zum Beispiel oder Emil Hegetschweiler haben wir hier auch schon oft gehabt. Die sollten wenigstens ein bisschen eine Nuance in diesen Film bringen, weil die Vorlage wurde so verändert, dass eigentlich alles Kritische rausfiel. Die Vorlage von C.F. Meyer hat kirchenkritische Anteile drin. Die Vorlage von C.F. Meyer hat gesellschaftskritische Dinge drin. Es driftet nicht selten auch ins Erotische ab. Und das wurde hier, das Deutliche wurde gestrichen. Die Novelle ist im Film also eigentlich auf die rein komödiantischen Elemente reduziert. Und trotz allem der erwähnten üppigen Dekors fiel diese Mutlosigkeit der Produktionsfirma, eben jetzt nicht etwas zu zeigen, was ganz aktuell wäre, sich sozialer und politischer Gegenwartsthemen anzunehmen, vor allem den Kritikern negativ auf. Und so wurde die Präsenzfilm damals mancherorten zur Plusquamperfektfilm umgetauft. Rückblickend erklärt auch Lindberg selbst, dass er diesen Film eigentlich als zu glatt und zu niedlich empfinde. Zur Rettung des Films muss man und soll gesagt werden, dass Der Schuss von der Kanzel vermutlich einer, wenn nicht sogar der bestfotografierteste Schweizer Film aus dieser Zeit ist, einer der attraktivsten, was die Ausleuchtung und die Bildkomposition betreffen. Darauf sollten Sie wirklich achten. Einzelne Sequenzen könnten geradezu, das ist jetzt meine Meinung natürlich, aus Citizen Kane kommen. Sie werden vielleicht bemerken, welche. In seinen oft prachtvollen Außenaufnahmen hält der Kameramann Emil Berner, auch er kein Unbekannter, den herzlichen Reichtum der Wälder in allen Schattierungen fest und die ausgiebigen Jagdstreifzüge unter einem lichtdurchfluteten Blätterdach, das Rasten am Ufer eines verschlafenen Teiches, die Gespräche im Gras, das ist ja wirklich, Sie merken es schon, poetisch, machen den Film wohltuend luftig, möchte ich das nennen. Sein Fehler ist nur, dass diese wunderschönen Bilder ein bisschen zu leicht für sich selbst betrachtet werden können. Sie sind wunderschön, aber manchmal den Bezug zum Verlauf der Handlung ein bisschen verlieren, das Erzählen leidet darunter fast ein bisschen. Glücklicherweise, auch da gibt es noch einmal eine Rettung, steigern die sehr soliden Darstellerleistungen den konventionellen Ton der hochstehenden Bebilderung dann aber zusätzlich auch noch. Noch zu den Dreharbeiten kurz einiges. Es darf, das habe ich nämlich noch nie gemacht, an dieser Stelle einmal daran erinnert werden, welche besondere Anstrengung solch historische Rekonstruktionen von diesem Kaliber, von einer kleinen Filmwirtschaft, wie die Schweiz es eben ist, und die sich dazu noch mitten im Krieg befindet, was also von so einer kleinen Filmwirtschaft verlangt wird, wenn sie so auf ein Kostüm- und Requisitenfundus eigentlich hätte Zugriff haben müssen, aber nicht hat, auch nicht auf eine spezialisierte Equipe zurückgreifen kann, wie in Hollywood oder Babelsberg, damals Deutschland-Berlin üblich. Es wurden die Kostümbildner der Theater von Basel und Zürich hinzugezogen. Der Schweizerische Antiquitätenverband musste alte Bücher und stilgerechte Nippsachen zur Verfügung stellen, die sie dann danach wieder zurückbekommen haben. Der Chefkonservator des Landesmuseums Zürich, der ja eigentlich eine andere Aufgabe hätte, tritt als Berater auf. Und wie in seinen vorangegangenen Filmen macht Lindberg aus der Not eine Tugend und nützt soweit als möglich die natürliche Umgebung und historische Stätten, die man dann nicht speziell aufbauen muss. So dreht er zum Beispiel im wundervollen Kloster St. Georg in Stein am Rhein. Das ist das Pfarrhaus Mythikon im Film. Übrigens, Mythikon ist von C.F. Meyer auch, ist ja auch wieder ein sprechender Name, nicht? In der Gegend um das Schloss Hallwil,
Das werden Sie vielleicht noch erkennen. Das ist die Geschichte, wo sie so im 14., 15. Jahrhundert spielt. Da ist Halwil. Im Aargauer Seetal, das Anwesen des Generals, wo die Einwohner von Seeengen gleich als Statisten fungieren und am linken Zürichseeufer. Insgesamt kostete der Film damals erstaunliche 165.000 Franken und die Arbeit daran dauerte 4 Monate. Das war nicht wenig. Immerhin hat man es fertiggebracht. Man dachte zuerst, es gäbe zu wenig Filmrollen, weil für die Filmrollen, das Material, war man auf Deutschland angewiesen und man hatte eigentlich nur noch Filmrollen so für 1-2 Filme und gleichzeitig wurden ja meistens 2-3 gedreht und man hat dann Glück gehabt, dass man überhaupt noch genug Filmmaterial bekam, um den Film fertigzustellen. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug lang geredet. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Sehen. Genießen Sie die schönen Bilder. Danke. Thank you.